Guten Morgen, liebe Leute. Oh Mann, ey. Was soll ich sagen? Richtig totaler Knoblauch hier. Irgendwo ist noch Essenzeug versteckt. Mann, war das ein Tag gestern, ey. Der Videolog, der lädt heute Morgen hoch, weil er so lange gebraucht hat zum Rendern. Also jetzt gerade lade ich ihn hoch. Und heute machen wir einen kürzeren Vlog. Ich kann nicht so lange schneiden. Ich habe gestern so lange gearbeitet. Bis 22, fast 23 Uhr eigentlich. Danach neu geschnitten. Schaffe ich nicht. Mal gucken, wenn was Besonderes passiert, nehme ich auf. Aber ansonsten, oh Mann, diese Schlauchwechsel. Gestern waren so viele Schlauchwechsel. Plattenreifen schon zu machen jetzt und ein Bodenzug. So, was gibt's noch jetzt? Zeig ja wohl für Neuigkeiten. Steuern auf kleine Renten runter. Also ich hätte so am Handgelenk gebrochen, wa? Ja, das weiß ich nicht. Ja, genau. Aber ich dachte da jetzt, hat sich der Jungen. Naja, aber der trainiert hier, du mit Handeln. Also ich weiß nicht, ob es gebrochen ist. Ja, wenn Handgelenk gebrochen ist, dann kann ich nicht so. Nee, er dachte ja auch, jetzt habe ich den Jungen gebrochen. Fünf Wochen schon, wenn er irgendwas gemacht hätte, dann hätte er ja schon längst wieder gesund sein können, wenn er gebrochen hätte. Aber naja. Wer weiß, was da ist. Angebrochen oder irgendwas. Gut, Wolfgang, ich muss gleich losmachen, sonst staut sich das an. Wir sehen uns später. Ja? Vielleicht hab ich diesmal ja ein bisschen Zeit, mal gucken. Vor Mittag wurde zu tun. Ja, na, ist ja richtig. Einmal Zug tauschen, weil die Hülle sieht nicht mehr so doll aus. Na, guck doch in der nächsten Sekunde, ich schaffe das nicht. Kriegst noch jemand Zug geholt. Jo! Neue Zughülle. Neuer Zug. Das ist ja relativ simpel, man fädelt das einfach wieder hier durch. Oh, ich liebe ja die alten Dinger, ey. Aber so Hunger hatte auch noch früher, um so eine Reparatur auszuführen. Das war so geil, die Zeit. Nicht auf Stress. Eigentlich ist es nervig natürlich, dass man vorne die Kunden annehmen muss. Und dann gleichzeitig, also jedes Mal seine Arbeit unterbrechen muss. Also das ist schon wesentlich geiler, wenn man einfach jemanden hat, der das annimmt. Oder jemanden hat, der das schraubt. Ja, das wäre auf alle Fälle viel angenehmer. Natürlich, so muss man jedes Mal hier arbeiten. Da brauche ich nach vorne rein, nach hinten rein, nach vorne rein, nach hinten rein. Man kann sich nicht richtig konzentrieren auf die eine Arbeit, die man gerade ausführt. Das geht einfach nicht. Das ist zu viel Stress. Ich muss das irgendwie anders machen. Das ist mir auch zu stressig. Also, das mache ich nicht lange mit. Merke ich ja. Naja, ich stelle das jetzt mal ein, die Schaltung, dann sehen wir mal, ob es funktioniert. Jetzt noch kappen. Und noch ein Plattenreifen. Ich habe jetzt davor auch schon einen Plattenreifen gemacht. Jetzt kommt noch einer hier. Ja, aber hier war wohl ein Einbaufehler, also der ist wohl rausgekommen und geplatzt, ganz einfach.
Scheiße. Ich muss das leider neu machen. Bei diesen sehr dünnen Schläuchen, Mänteln, da mache ich das halt so, dass ich die hinlege. Jetzt mache ich mal das tot, bis das passt. Nicht ganz schlecht. Ja, irgendwie würde ich das nicht machen. Genau, das ist nämlich das Problem. Zu weit nach innen darf es nicht, weil dann kannst du hier nicht mehr wegen der Biegung. Nee, da kommt man nicht ran, aber das hat noch ein bisschen. Ja, nee, dann drückt es hier drauf. Das kriegt ja auch nur so schmale. Das reicht ja schon. Ein bisschen hoch für dich. Ja, überschaubar. Mika schrottet ein Fahrrad. Wie ein Behinderter. Genau, ein bisschen. Aha. Hat sich das gleich verdreht? Nee. Ist eh so. Kann man nicht verdrehen. Sehr gut. Kappe ab. Kappe ab. Kappe ab vorher. Haben wir ein Kappenabwerkzeug hier? Nee. Knippex. Was machst du denn jetzt? Willst du das da raus? Nee, warte mal. Nee. Die 40 habe ich mit. So grün. So, nochmal von vorne. Antrieb wechseln. Bereite vor. Ja, bitte.
Könnt ihr das überhaupt sehen? Hier. Lager ist komplett kaputt. Ich denke, wir müssen das aufbohren. Jetzt. Plastikschale. Ey, wer nimmt denn eine Plastikschale? Die Verkäufer. Die haben ein bisschen in das Lager. Man sollte Fahrräder immer reinstellen. Das kommt irgendwann der Mieter an und eignet sich sowas an. Was? Fahrrad. Moment. Na toll, das habe ich gewusst. Das war's. Kaputt. Gott sei Dank habe ich das rausgekriegt. Ist das schlimm, ey. Und mal einen Blick reinwerfen. Lagerschale abgerissen. Aber wie gesagt, andere Seite haben wir Gott sei Dank rausgekriegt. Deswegen geht das, muss ich nur noch das Plastik hier durchsägen. So, publiziert. Ja, von uns wird alles publiziert. So, der Kollege war da mit dem Stevens. Der geklaute Stevens. Ich habe meinen Einsatz wieder raus. Er hat sich herzlich bedankt. Finde ich toll, finde ich nett, finde ich super. Da freue ich mich sehr drüber. Also wieder mal was komplett abgeschlossen. Das finde ich geil. Bike Repo, aber erfolgreich. Und der Typ, den haben sie wohl gleich wieder weggefangen oder was weiß ich. Ne? Also, finde ich gut. So, jetzt mache ich den Antrieb weiter, bereite ich weiter vor. Schauen wir mal, was dann da geht. Pedal nicht vergessen. So, 18 Minuten läuft jetzt schon, nichts ist passiert. Ich kann ja nicht weitermachen, großartig. Ich baue jetzt das Ding wieder ein. Der Antrieb ist runter. Naja, nicht der Antrieb hier, sondern ihr wisst schon. Marathon Plus ist platt. Das hängt auch so oft, ey.
ein unklappbarer Mantel auf den Platten. So kommen sie alle an. Aber haben sie ja recht. Warum schreibt er erst so mal drauf, wenn er klein runterschreibt, dass es doch nicht so ist? Jo, ich bastel jetzt eine Gartenbewässerungsanlage und zwar aus einem alten Fahrradschlauch. Und dazu habe ich einen alten Fahrradschlauch genommen, das Ventil entfernt. Jetzt steche ich mit einer Stecknadel Löcher rein. Ich hoffe, das sind dann genug. Müssen wir mal gucken. Dann habe ich des Weiteren hier mit diesen Sicherungsschrauben. Sicherungsmuttern habe ich das auf das Ventil dicker gemacht. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob das klappt, was so wie ich mir das vorstelle, wahrscheinlich nicht. Der dritte Platten in den letzten Wochen bei diesem Rad, Hinterrad ist eigentlich, naja, das ist eigentlich porös und durch. Er wundert sich, warum, wieso, weshalb. Da schwingt natürlich immer so ein bisschen mit, Mensch, und habt ihr denn richtig geguckt und ob was drin ist im Mantel, aber ja. Jetzt sind so mit zu den häufigsten Sachen, die man so zu hören bekommt. Da habt ihr bestimmt nicht richtig geschaut, ob was im Mantel ist, aber das ist das A und O, wenn man Reifen wechselt. Wenn man die Pelle einmal runter hat, diesen Straßendreck einmal in der Hand hat, ey, man ist ja auch froh, wenn man mal nicht so schwarze Hände hat. Ja? Deswegen macht man das ja nicht so geil, wieder durch den Dreck fassen oder so. Wir gucken nach, wir kontrollieren von innen, wir kontrollieren von außen. Es ist meistens nichts zu finden. Es sind viele Einschnitte da, aber die Einschnitte, da steckt nichts mehr drin. Und was soll man denn machen, wenn wir jedes Mal den Mantel tauschen? Dann kommt kein Kunde mehr zu mir. Oh, da hat mir schon wieder einen neuen Mantel aufgeschwatzt. Ja. Nein, das ist so. Das ist halt so. Ich schaue jetzt nochmal nach. Ich mache das jetzt hier auch nochmal vor der Kamera. Also nochmal. Weil ich mache es ja oft zeigt und sage auch immer an, selbst wenn ich einen Schlauch verkaufe, sage ich immer an, kontrolliert bitte auch den Mantel, ob etwas drin ist im Mantel. Nicht, dass ihr, wenn ihr das überseht, das ist ja nur was. Wenn ihr das überseht, dann habt ihr gleich wieder einen Platten. Dann nehmen wir den von der Felge runter, den Reifen, geben wir den nach. Checken wir jetzt mal den Schlauch. Mini-Loch. Keine Ahnung, was, wie, warum, weshalb. Dann schaut man einmal in der Felge nach. Felgenband.
Jetzt haben wir den Verursacher hier gefunden. Ist jetzt irgendwann durch. Ja. Keine Hexerei. Fertig. So. Wie gesagt, jetzt haben wir es gefunden. Also was jetzt die Ursache war, war das Felgenband. Das war diesmal durch. Es kann sein, aufgrund der Hitze und so, das ist ein reines Gummimaterial gewesen, hat sich in so ein Felgenloch reingedrückt und dadurch ist der Reifen innen drin kaputt gegangen. Also ist der Schlauch nach innen, hat sich eingewölbt und ist auf dem Speichennippel dann quasi zerstochen worden. Ja, das war das diesmal. Mal gucken, was das nächste Mal ist. Im Reifen selber war nichts mehr. Also ich habe nachgeguckt. Fahrzeug machen. So ist es. Kronos halt oder festgezogen, war auch locker, total. Fertig. So, jetzt brauche ich eine Bremse zur anderen Bremse um. Die ist kaputt. Hier ist der Nippel abgelaufen und abgerissen. Und hier ist der Nippel noch da. Jetzt brauche ich quasi die hier rüber. Du? Nee, ich habe überlegt, aber es ist zu heiß. Ist super heiß. Ist viel zu heiß. Hä? Das Haare schneiden lassen. Ja, ich hab die Haare selber geschnitten. Das sieht ja toll aus, oder? Das sieht ja scheiße aus. Sieht total scheiße aus, oder? Ich könnte scheiße aus. Deswegen hätten wir auch eine Mütze geholt. Die Haare sind zu heiß. Die Kerle sind da angenehm. Findest du? Ja? Hast du mir die Palette nicht unten geschickt? Aber draußen müssten wir ja arbeiten und draußen ist verdammt zu heiß. Naja, wir wollen die Vorarbeit und da draußen. Wir wollen das Boot erstmal, wie gesagt, die Kante jetzt da vorarbeiten und den Brett hoch. Das ist weiter ja nicht. So, das reicht ja erstmal. Vielleicht machen wir das halt am Samstag. Ja, bist du Samstag nicht da, oder? Wie ist das Samstag? Nee, stimmt, ich bin in Travemünde. Schon wieder? Ja. Was ist denn da? Was machst du morgen? Gar nichts. Pool spielen? Gar nichts? Nee. Warum nicht? Nö. Was? Nee. Hallo? Nee. Ich glaube nicht. Ich muss morgen um 5:30 aufstehen. Warum? Weil ich zur Wohnung haben muss. Jetzt. Ah, okay. Okay. Na danach. Wir könnten uns ja danach dann treffen. Wohin? Naja, wohin? Wie wohin? Wohnpost nicht. Nee, Danach? Ja, nach dem deinen Tätigkeiten. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie du deine Zeit hast. Ich weiß ja nicht, wie deine Tätigkeit. Gucken wir mal. Also ich bitte ab 12 hab ich wieder Zeit. Ja, wie ist das Wetter morgen? Wieder so heiß? Das ist logisch. Okay. Das ist ja kein Thema. Hab ich dir noch gesagt. Ja. Hast du denn eine See da? Nein. Alles klar. Wolfgang, bis später. Wolfgang geht jetzt nach Hause. Deine Frau, ja? Ja, meine Frau. Schönen Gruß. Schönen Gruß. Ja, danke gleich, ich war zurück. Er humpelt schon weg. So, jetzt schon spät.
letzter Auftrag jetzt hier. Und wieder mal ein Decathlon hat. Es ist schon 9:30 durch. Die Reparatur ist teurer als der Draht. Ja, ist bei Decathlon-Rädern. Das ist nun mal so. Vielleicht muss ich da mal hingehen zu Decathlon. So, sie hat gesagt, sie hat es in einem anderen Fahrradladen fixen lassen gestern und jetzt ist schon wieder platt. Jetzt gucken wir mal nach, woran das liegt. Ich meine, das passiert ja bei meinen Rädern auch ab und zu, dass sie wirklich jetzt gerade im Moment aufgrund der Hitze einfach das nicht mitmachen. Baut das mal aus. Also erst ein Kennerreifen drauf, klar, der ist billig, der kostet 3,50 Euro oder 4 Euro oder keine Ahnung. Ist auf alle Fälle schweinegünstig, ne? Der große Vorteil dieses Sommers, den hat noch keiner so richtig bemerkt, der große Vorteil dieses sehr, sehr, sehr heißen Sommers ist wohl, dass wir so wenig Mücken wie noch nie hatten oder haben. Na Alter, der ist durchgescheuert, Alter, den Reifen kannst du doch nicht mehr einbauen. Der ist durchgescheuert. Muss da doch nicht wundern. Ey, wer baut denn den Reifen wieder so ein? Die Tür reklamiert. Sei, kann dann so einen Reifen verbauen? Also die Kamera ist ja nicht kaputt, die SD-Karten sind beide im Arsch. Die eine ist ja geknackt, ne? Die andere Karte ist offensichtlich als SD-Karte brauchbar, also als Speicherkarte, aber nicht als Kameraspeicherkarte. Sobald zu viele Daten kommen, fängt die an zu spacken, so. Und das ist ja nun mal bei der Kamera so, da kommen viele Daten und das kann die nicht. Also ich glaube, wenn ich mit einer niedrigeren Auflösung aufnehmen würde, würde es funktionieren, aber das mache ich nicht. Da bin ich bockig. Was soll ich jetzt noch runterschrauben? Die Qualität, wenn ich mir eine bessere Kamera hole, die Qualität runterschrauben, damit die Speicherkarten funktionieren. Also definitiv 100 Mbit die Sekunde oder 90 hat sie nicht. Cool. Jut. Jetzt sind wir fertig. Ich schwitze mal gerade tot hier gerade. Das ist so eine Dämse hier drin, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, ich baue das jetzt ein und ratet mal, was ich denn mache. Ratet mal. Einfach mal keck sein und raten. Traut euch, seid mutig. Was mache ich, wenn ich, nachdem ich das eingebaut habe? Oh, ist hier Spannung drauf. Das ist so eingebaut, dass hier der Rahmen unter Spannung eingebaut werden muss. Als Original Decathlon. Alter Schwede. Und den Rahmen auseinanderbiegen wie Sau. Ich habe ja eigentlich ein Problem damit, oder? Ich habe ja Kraft und so, aber. Das ist nicht los. Unglaublich. Wenn ich das jetzt hier drin habe, was würde ich denn machen? Also ich schraube das jetzt hier fest, klar, durch. Ja, das gehört ja noch zum Fahrradmonteurspreisfrage. Jetzt trägst du durch, ne? Oh, es schleift irgendwo. Richtig, ich stelle den Bremsbelag ein. Ey. Wir wissen, welcher Fahrradhändler noch nebenbei
nachzentriert hier. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wer das macht, ob ihr das kennt. Ob das einer macht, noch nachzentrieren. Obwohl ihr merkt, das nicht mit auf die Rechnung schreibt. So, ich verabschiede mich. Es wird total heiß hier drin gerade. Ich habe die Fenster zu. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen. Macht es gut. Ist jetzt bestimmt schon gleich um 10 Uhr. Und ja, viel Spaß beim Vlog. Schaut ihn euch an. Und wenn ihr Bock habt, abonniert ihr den Kanal. Oder sagt es weiter, jemanden, den es interessieren könnte.